Oh Celeste, du bist die Best. Du warst mir ein Fest, doch ich fiel durch den Test. Und du gabst mir den Rest. Celeste. Ein Leben ohne dich ist wie die Pest. Ist wie ein Härtetest, wie Hausarrest. Irgendwo in Budapest. Darf ich? Hab zu tun. Hab's gehört. Budapest, das wird ein Ohrwurm. Was willst du? Ich hab dich mit deiner Freundin auf die falsche Fährte gelockt. Bitte entschuldige. Ach, vergiss es, ich hol sie mir wieder. Oh, gut, gut. Was hast du für einen Plan? Ich schreib meinen Song fertig und dann singe ich ihn ihr vor. Okay, ist das dein ganzer Plan? Nein. Ich zieh mir ein frisches T-Shirt an. Au, du fährst ja schwerste Geschütze auf. Ja? Hast du was gegen einen Alternativplan? Von dir will ich keine Pläne mehr. Kann ich verstehen. Ich wäre an deiner Stelle auch etwas skeptisch, aber hör mir erst mal zu. Der Song, so gut er auch ist, schmeckt nach Verzweiflung. Danke. Nein, ich meine, Frauen stehen normalerweise nicht auf Verzweiflung. Woher willst du das wissen? Machst du Witze? Seit 25 Jahren muss ich zusehen, wie dein Vater bei den Frauen abblitzt. So, als würde man mit einem Blitzableiter leben. Hör zu. Wenn du Celeste wirklich wieder zurückhaben willst, bist du ein Mann, gehst rüber zu ihr und gibst zu, dass du mit der anderen einen Fehler gemacht hast. Und dass du jetzt weißt, dass Celeste die Einzige ist und bla bla bla. Und wenn sie dich nicht mehr sehen will, kannst du es verstehen. Und sing ihr dann den Song vor? Vergiss den Song. Okay. Und sag ich wirklich bla bla bla? Oh Celeste, du bist mein Weihnachtsfest der Liebe, das hab ich festgestellt. Yeah! Hast du mit ihr geredet? Ja. Wie lief's? Nicht sehr gut. Du hast ja das Lied vorgesungen. Nein, ich hab deinen Rat befolgt und hab gesagt, es tut mir leid, das mit der anderen wäre ein Fehler gewesen und bla bla bla. Okay, nur eine Frage. Du hast nicht wirklich gesagt bla bla bla. Ich bin kein Idiot, Onkel Charlie. Nein, natürlich nicht. Und dann? Ich sagte, ich könnte verstehen, wenn sie mich nie wiedersehen will. Und was hat sie gesagt? Ich will dich nie wiedersehen. Autsch. Autsch? Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Naja, es hat auch sein Gutes. Du hast einen guten Song geschrieben. Noch 10-mal abblitzen und du hast ein Album. Oder ein Fetisch. Also dann, sag Nein zu Drogen.